Hallo Leute, Checkpoint Xander hier, ich grüße euch. Und zwar geht es heute darum, wie man Bosswaffen schmiedet, beziehungsweise so kann man es ja nicht unbedingt nennen, so nennt man es immer ein Souls Game, aber wenn ihr einen Magierjagd beendet habt, bekommt ihr ja dem Magier sein Herz und dieses Herz könnt ihr dann entsprechend in eine ganz besondere Waffe umwandeln und dazu geht ihr einmal hier nach rechts. Und hier findet ihr dann entsprechend den Schmied. Und an dieser Feuerstelle hier könnt ihr dann verschiedene besondere Sachen herstellen. Und ja, könnt ihr halt auch Bosswaffen und Bossrüstungen herstellen. Das ist dann schon eine ganz coole Sache. Ihr seht da rechts natürlich auch die Werte, wie sie sich verbessern. Hier dieser Helm wäre zum Beispiel jetzt optimal. Da ich natürlich entsprechend nur so ein Lumpensack auf dem Kopf hab und das macht dann schon Sinn, hier sich mal was zu schmieden. Muss man halt gucken, okay, was kostet das? Kann ich mir das leisten? Ich kann den zum Beispiel auch gar nicht tragen, denn man braucht schwere Rüstungsklasse 2 und das funktioniert bei mir nicht. Ja, hier könnt ihr euch einmal durchschauen. Hier gibt es zum Beispiel noch ein Katana. Das wäre jetzt für mich schon sehr interessant, macht auch ordentlich Schaden und hat 100% Feuer skaliert mit Geschicklichkeit. Und das ist für so einen Samurai ja ganz schön. Deswegen holen wir uns mal dieses Katana und ja, können das jetzt natürlich entsprechend ausrüsten. Und hier können wir vor allem aber auch noch unsere Waffen upgraden. So, nehmen wir das hier einmal dazu. Ist auf jeden Fall schon besser als unseres davor, von der Angriffskraft her. Und jetzt können wir einmal hier an den Amboss gehen und hier dann auch nochmal die Waffen upgraden. So, wo haben wir hier? Genau, da brauchen wir Flampyrium. Da haben wir sogar welches da. Deswegen können wir das nochmal einmal hoch machen. Und dann haben wir hier schon einen Schaden von 14,7, was ja deutlich besser ist als unser Angriff davor. Was man hier noch beachten muss, ist natürlich, dass die Stahlklinge am Anfang mit Geschicklichkeit B skaliert. Hier diese Flammenklinge aber nur mit Geschicklichkeit D. Das heißt, wir müssen die noch ein bisschen upgraden, damit sich das entsprechend verbessert. Ja, Leute, so lassen sich Bosswaffen schmieden und das sind natürlich entsprechend ganz besondere Waffen, die wir natürlich jetzt auch gleich mal kurz ausprobieren. Und dann können wir mal schauen, was die so Schönes können. Gucken wir mal hier durch. Gehen wir mal ins Portal. Und ja, Waffe haben wir ja schon ausgerüstet. Die ziehen wir natürlich mal einfach an. Und gehen dann einmal hier durch. So, da sind wir auch schon. Und ja, wir haben jetzt natürlich wieder unseren Schlag. Und schauen wir jetzt mal. Der macht dann auch noch ordentlich Feuerschaden dazu. Das ist dann schon mal ganz nett. Und da kann man jetzt hier auch noch mal gucken. Block kann er auch ganz gut. Und das schlitzt schon ganz gut. Ist vor allem auch ziemlich schnell, das Katana. Ja, und das kann man dann schon empfehlen, sich mal so eine Bosswaffe zu machen. Alles klar, Leute, an dieser Stelle erstmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Klickt mal aufs Däumchen hoch, hinterlasst ein Abo, wenn ihr Bock habt. Und dann sage ich mal, bis denn, macht's gut, Leute, ciao, ciao.